Ahoi, ihr Landratten, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Ja, das letzte Mal haben wir uns ein bisschen blamiert beim Weitspuck-Wettbewerb, sind danach anschließend rüber nach Fat Island gefahren, wo wir direkt verhaftet wurden, wegen zahlreicher Vergehen. Doch, zum Glück konnten wir aus dem Gefängnis ausbrechen und dann haben wir gleich beim Spielen mitgemacht, also beziehungsweise beim Casino-Spielen, ja. Ja, wir sind schon richtige Hardcore-Gangster und danach waren wir in der Bücherei. Oh yeah. Ja, ich weiß nicht, wie irgendwelche krassen Gangster das jetzt noch toppen wollen. Wir gehen in die Bücherei. Beziehungsweise wir waren ja schon in der Bücherei, aber egal. Naja, wir haben auf jeden Fall einen gefälschten Büchereiausweis bekommen. Oh, hier ist passiert was. Ach, na schau mal, na guck, wer ist denn das da? Entschuldigung. Ist dir nicht geil verstrippt? Nein, mein Name ist Kate Capsize. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Kate, wie? Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Vielleicht haben wir den Ausweis dabei? Mein Ausweis ist auf dem Schiff. Warten Sie, ich hole ihn schnell. Netter Versuch, Mr. Threepwood. Ich weiß nicht, wie Sie ausgebrochen sind, aber ich bringe Sie wieder zurück. Tja, ich würde mich ja da leicht verarscht vorkommen, wenn ich Kate wäre. Das ist schon ein bisschen fies, ja. Aber keine Sorge, Freunde, wir werden Sie noch früher oder später wieder befreien. Natürlich. Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben, als ich da von der Cutscene unterbrochen wurde? Ach ja, genau. Wir haben ja unseren Pro-Büchereiausweis beantragt. Hier haben wir übrigens einen schönen Wasserfall. Ja, Mensch. Mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Doch, warte mal, hier oben war doch noch ein Weg. Ich fast übersehen. Na, Nünele, was haben wir denn hier? Eine Pumpe. Was macht die in einem Piratenspiel? Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage, Guybrush. Ja. Okay, mehr ist hier wirklich nicht. Außer diese mysteriöse Pumpe, die in diesem Spiel nichts zu suchen hat. So, ja, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte, war, wir haben diesen Probebüchereiausweis beantragt, haben natürlich so sämtliche Daten, die wir angeben mussten, falsch gesagt. Und wir haben eine Modellleuchtturmlinse geklaut. Ja, wie es sich für einen echten Piraten gehört. Wir klauen Zeug, wie zum Beispiel eine Modellleuchtturmlinse. Aha. Wenn wir jetzt davon ganz viele haben, dann können wir uns eine Modellleuchtturmlinsensuppe machen. Habe ich einen Witz gemacht? Und der war schlecht. Ich weiß. So, hier dann haben wir hier unten noch ein Haus. Das scheint wohl, wie mir scheint, das Haus des Gouverneurs zu sein, ja. Hier steht, wer ohne Nahrungsmittel eintritt, wird bestraft. Tritt ein, bring Essen herein, offenbar. Okay. Ja, das ist eindeutig die Gouverneursvilla. Hallo, jemand zu Hause? Wir sind einfach mal so dämlich und gehen nochmal rein. Einfach, weil wir es können. Kuckuck. Da sagt der Geil wahrscheinlich noch irgendwas zum Haus. Nee, das Haus kann ich gar nicht mal angucken. Nur die Tür. Was sagt er denn zur Tür? Ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Die Tür scheint wohl ziemlich türig zu sein. Und hölzern. Oh, eine Couch. Cool. Ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Können wir die benutzen? Das klappt so nicht. Können wir die mitnehmen? Das kann ich nicht mitnehmen. Können wir mit da reden? Natürlich nicht. Können wir die ziehen? Ich kann es nicht bewegen. Können wir die dann drücken? Natürlich auch nicht. Können wir die Couch der Wache geben? Nein, natürlich nicht. Schade. Ja, dann reden wir einfach mal mit dem Kerl. Hey, solltest du nicht im Knast sein? Ich habe Urlaub wegen guter Führung. Sie verwechseln mich mit meinem Cousin Guybrush. Gouverneur Fett hat mich laufen lassen. Ja, aber ich bin ausgebrochen. Ja, genau. Nein. Ja, das ist bestimmt super. Dann landen wir auch bestimmt wieder im Gefängnis. Natürlich nicht, aber
Nee, wir sagen das hier. Sie wechseln mich mit meinem Cousin Guybrush. Oh, ich verstehe. Ja, die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Könnte ich wohl rauf? Tut mir leid, der Gouverneur will nicht gestört werden, während er isst. Und wann ist der Gouverneur wohl mit dem Essen fertig? wann ist denn jetzt der Gouverneur mit dem Essen fertig? Okay, gut, er lacht nur die ganze Zeit immer und immer wieder. Hinter ihnen ein dreiköpfiger Affe. Wirklich? Oh, da hole ich gleich besser den Koch. Zu unserem Glück hat Gouverneur Fett nur Wachen im Haus, die offenbar nicht über menschliche Intelligenz verfügen. Da er sich ja einmal gerade umgedreht hat, um sich nochmal zu vergewissern, ob da tatsächlich ein dreiköpfiger Affe steht. Und da hat er gesagt, ja Mensch, gehe ich doch nochmal lieber zur Küche. Auch obwohl ich da gerade gar keinen dreiköpfigen Affen gesehen habe. Egal, Hauptsache die Treppe ist frei, das ist, was wir erzielen wollten. Und wir gehen jetzt die Treppe hinauf. Ja Mensch, da pennt er gerade. Den ganzen Tag natürlich. Was soll er auch anders machen? Ah ja, genau, essen, ja. Hi, schläft wie ein Baby. Ein Baby-Elefant. Ah, ja, das trifft's wohl eher. Können wir das Buch hier mitnehmen? Oh Gott. Den kriege ich nicht ein Millimeter bewegt. Das glaube ich auch. Ich wollte eigentlich auch das Buch mitnehmen. Heilbeeren. Ich habe ihn beinahe geweckt. Nur dann muss ich meine 2 Meter vor dem Fressen. mehr Spaghetti-Eis. Diese Sprüche sind so einfach so göttlich. Das mache ich die ganze Zeit. Vorsicht mit der Leiter, sonst soll ich einen Pudding. Auf dem Einband steht Aussprüche bekannter Piraten. Okay, jetzt aber. Vorsicht mit den Snacks von Eugene. Die Welt ist ein einziges Schokoladen-Osterei. Vorsicht mit der Leiter, sonst fallen die alle in den Pudding. Ich liebe diese Sprüche, die sind so göttlich. Nun, wenn ich mir einen Weg durch 2 Meter vor den Fressen. Ja. Einfach göttlich. Ja, aber gut, hier können wir wohl auch noch nichts machen. Super. Okay, ja. Nach dieser sehr informativen Träumen von Gouverneur Fett, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns nochmal zurück in die Bibliothek von Fat Island, da wir uns noch einige Bücher ausleihen müssen. Ich sollte vielleicht nochmal gleich abspeichern kurz, da ich ja vielleicht nochmal Special Endfolge oder irgendwie sowas in der Art, wollte ich ja sämtliche Büchertitel vorlesen. Und das kann eine Weile dauern, glaubt ihr, Freunde. Ihr habt ja gesehen in der letzten Folge, wie viel da eigentlich drin ist. So. Obwohl, eigentlich könnten wir das jetzt auch machen, aber wieder eine eine ziemlich lange Folge in Überlänge. Ja, das war schon irgendwie richtig, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an. Animatronik, ich habe gerade Lebensechte gelesen. Lebensechte Figuren für Geisterbahn von Walt Whimsey. Eine Anspielung an Walt Disney. Archäologie, die Bundeslade, nur ein biblischer Mythos von Henry Jones Senior. Auch so schöne, hier gibt es einen Haufen schöne LucasArts Anspielungen hier gibt es einen Haufen schöner Anspielungen an andere LucasArts Adventures, wie zum Beispiel hier sehen wir gerade Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Könnte man doch auch mal zocken, ne? Könnte man auch machen. So, basteln. Leck, welches Leck? Do it yourself für geschickte Piraten von Tony Chivago.
Nee, Chavigo. Chavigo, nicht Chivago. Biografie mit Händen reden. Die Karriere von Stan. Ist auch schön. Big Whoop. Big Whoop, Legende oder Realität? Realiten. Was ist heute mit mir los? Heute los mit mir. Ja, da merkt man es schon, mein Sprachzentrum hat sich wieder abgeschaltet. Es ist aber auch schon spät. Ja, ich muss ich gerade mal erzählen, Freunde, ich habe heute wieder den ganzen Tag nichts anderes als organische Chemie gelernt, weil unser lustiger Dozent dafür hat letzten Dienstag gesagt, ja Mensch, uns fehlt ja noch eine zweite Prüfung, da schreiben wir einfach die eine schon mal nächste Woche und die andere ziehen wir nochmal hinterher. Ja Mensch, da dachte er sich wohl, er hat heute wieder einen Clown gefrühstückt und ja, ich bin gerade wirklich total ausgelaugt. Darum können solche Versprecher in der heutigen Folge wohl ziemlich häufig vorkommen. So, Big Whoop, Legende oder Realität? Alle bekannten Fakten über Big Whoop, ein Standardwerk. Okay. Animatronik, lebensechte Bewegung mechanischer Puppen von Walt Whimsy. Architektur, moderner Schiffsbau mit Teil in der Werftindustrie. Basteln, Folterkammer selbstgemacht. Und Gefängnissen. Biografie mit vollem Magen, das Leben von Gouverneur Fett. Ja, genial. Brandschatzen, Meister des Brandschatzens, Interviews. Angeln, siehe Fische. Architektur, Holz schwimmt besser als Eisen. Nellen Schiffsbau. Bananen, Ausrutscher. Bananenschalen als Unfallauslöser. Wer haftet? Ich bestimmt nicht. So, Biografie. Damals, als ich LeChuck tötete. Fragwürdige Memoiren Guybrush Threepwoods. Blinde Passagiere über die Planke. Tiger Reiselust. Oder Tiger. Tiger. Was auch immer. Archäologie. Das Graal-Tagebuch von Henry Jones Senior. Ach Mensch, das haben die hier in der Bibliothek. Basteln. Advent, das Holzbein brennt. Weihnachtsbasteln, die Freude machen. Basteleien, die Freude machen. Biografie mit leeren Händen. Die Herman Toothrot Story. Biografie. Bitte keine Bugs mehr. Leben und Sterben Captain Gilberts. Da hat sich auch Ron Gilbert hier verewigt nochmal. Brücken. Der Mast ist zu hoch. Künstliche Hindernisse der Flussschifffahrt. So. Okay, was brauchen wir hier für Bücher? Aus dieser Kartei brauchen wir, glaube ich, so ziemlich gar nichts. So, dann gucken wir uns mal hier an. In der Kartei CD. Cappuccino, das Sahnehäubchen, Kaffeegetränke. Cholesterin, du darfst 12 Wege zu einer bewussteren Ernährung auf Pizzabasis. Mit das Buch will ich gerne haben. Du darfst. Was Skybrush wohl dazu sagen? Ich habe vor kurzem erst rausgefunden, zu den meisten Büchern sagt Guybrush zwar, das ist ein ziemlich nutzloses Buch, warum habe ich mir das bloß ausgeliehen, aber ich habe neulich rausgefunden, es gibt tatsächlich hin und wieder Bücher, wo Guybrush wirklich noch was anderes dazu sagen. Das wusste ich vorher nie. Ich habe vorher wirklich nur irgendwelche Bücher ausgeliehen, die ich mir hier auch ausleihen muss. Und das wusste ich dazu auch nicht. So, Computer, PC-Spiele 92 von Hengst Lennart Schneider-Weitz. Dativ, rettet dem Dativ von dem Tücken des Grammatiks. Ahas. Destillation, ich entsalze hier nur Wasser. Ach, schon mal einer guck. Das habe ich auch gerade hier bei meiner Ausbildung gehabt. Destillation. Boah, mal Destillationskolben, dann eine Destillationsbrücke mit Kühler und ich schweife mal wieder ab. So, Charakter, an den Werten fummeln, Mogelmöglichkeiten bei Rollenspielen. Haha, an den Werten fummeln, das sollte ich mir merken. Fummeln. Chronik, politisches Jahrbuch 1492, ein Jahr in Zahlen und Meldungen. Country Music, Tod eines Banjo-Spielers, Untergang einer unbeliebten Musikgattung. Ist ja schön. Deckschrubben, Schmierseife und Mop. Effektives Plankenreinigen. Dienstgrade, Captain Mart Kabinenjunge. Rangfolge in der privaten Seefahrt. Chirurgie, Operation oder Betäubungsmittel. Auch sehr schön. Zirkus, siehe Zirkus.
Kryptographie, kurz, die keiner versteht, von 37998 Raute 78. Heute heißt es ja Hashtag. Also muss ich es so lesen. 3799A Hashtag 78. Ich glaube, dazu sagt Guybrush auch was Lustiges. Ey, das hatten wir. Déjà-vu. Kettensägen-Massaker. Wo ist das Benzin? Schöne Anspielung übrigens an Maniac Mansion, wo die, wo für die Kettensäge das Benzin gefehlt hat. Aber ich habe mal gehört, angeblich konntest du, also, ich muss mal gerade wieder ein bisschen ausholen. Maniac Mansion war eins der ersten, oder war sogar, glaube ich, das erste Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert, also auch der Schaffer von Monkey Island. Und es gab in Maniac Mansion, konntest du wirklich alles mit, da konntest du wirklich, du konntest ja erstmal so drei Charaktere aussuchen, mit denen du das Spiel spielen wolltest. Und dann hast du mal zwischen diesen drei Charakteren hin und her geswitcht. Und um das Spiel zu beenden, konntest du, gab es zig Möglichkeiten, allerdings musst du es alle sehr, sehr schnell machen, weil irgendwann ging die Zeit dann aus. Es ist eigentlich auch schon ein ziemlich, ziemlich lustiges und ganz besonderes Spiel. Das könnten wir uns eigentlich auch mal irgendwann mal angucken. Ich würde mal sagen, wenn wir manche alle durch haben oder so. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und in du hattest dann in der Küche von Maniac Mansion, hast du eine blutige Kettensäge gefunden. Allerdings hatte da das Benzin gefehlt. Und das Benzin, das konntest du angeblich wohl irgendwie mit, ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie konntest du wohl tatsächlich Treibstoff für die Kettensäge herstellen. Wofür du denn die Kettensäge gebraucht hast, keine Ahnung, aber du hattest eine betankte Kettensäge dann gehabt, ne? Welches Spiel kann das von sich behaupten? So, Distribution, Beuteverteilung und ich wollte schon erst Beurteilung gelesen. Beuteverteilung im Groß- und im Einzelhandel. Huch, nein, ich wollte noch hier reingucken. Chirurgie, der kleine Amputator, Gliedmaßentfernung mit haushaltsüblichen Mitteln. Comic, Starkiller, Geisel der sieben Meere, Werkschau von Boyk. Herr der Miet, das will ich auch gerne haben. Kryptographie, Umrechnungstabelle, DEZ bis HEX, inklusive ASCII-Codes. Denkmäler, Störtebeker Statue, ein Bildband. Ach, Klaus Störtebeker, der ist auch hier mit drin. Drinks, mix mir einen Grünen. Ein Spuckrekordler verrät sein Geheimnis. Das sollten wir uns auch unbedingt merken. Das ist halt, ist nicht wirklich ein Buch, was wir brauchen, aber es ist halt, es ist ein Buch mit sehr, sehr, sehr wertvollen Informationen. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt genug Bücher als erstmal angeguckt. Und ja, wir leihen uns erstmal ein paar davon aus. Entschuldigen Sie, Miss. Was wollen Sie diesmal? Ich suche ein Buch. Nun, welches Buch suchst du denn? Ich hätte gerne Starkiller, Geisel der sieben Meere. Ja, da freut sie sich. Okay, hier ist es. Sonst noch was? Finden Sie hier Codes, die keiner versteht? Da rollt sie schon wieder los und hat da ja einen Spaß mit bei. Und das kann teilweise ziemlich nervig werden, weil manchmal hat sie Bücher direkt über sich. Da fährt sie einfach ihren Bürostuhl einfach nach oben. Okay, hier ist es. Und sonst noch was? Und manchmal, da fährt sie irgendwie bis da ganz nach hinten hin und braucht erstmal 12.000 Jahre, bis sie da irgendwo das Buch gefunden hat. So. Ich brauche an den Werten fummeln. Iku, 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 Iku. Iku, 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 Iku. Iku, 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 Iku. Okay, hier ist es. Damit haben Sie das Limit erreicht. Um weitere Bücher auszuleihen, müssen Sie erst welche wieder zurückgeben. Okay. An den Werten fummeln. Das ist ein ziemlich nutzloses Buch. Warum habe ich das nur ausgeliehen? Schade, ich dachte, Guybrush würde dazu irgendwas Nützliches noch sagen.
Codes, die keiner versteht. Ich verstehe hier keinen Buchstaben, geschweige denn ein Wort. Starkiller, Geisel der sieben Meere. Mit Texten von HL bis und BS leider schon zu Ende. Was? 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 Hier, nimm das mal wieder. Danke sehr. Und das hier auch. Danke sehr. Und das hier natürlich auch nochmal. Danke sehr. Bitte sehr. Und dann haben wir nur noch ein Buch hier. Ja, das gehen wir auch mal schon lieber schnell zurück. Danke sehr. So, jetzt nochmal. Entschuldigen Sie bis. Was wollen Sie diesmal? Ja, ich suche ein Buch. Ja, ich suche ein voll krasses Buch. Welches Buch suchen Sie? Haben Sie Mix mir einen grünen? Okay, ich höre ja schon auf. Okay, hier ist es. Sonst noch was? Ich brauche vorerst keine Bücher mehr. Bedenken Sie, Bücher sind die Schätze des Geistes. Okay. Mix mir einen grünen. Mit Rückenwind kann das jeder. Interessant. Der Titel und dass das drin steht, sind schon mal zwei Hinweise, wie wir beim Weitspuck-Wettbewerb weiterkommen. So. Wir brauchen nämlich etwas Grünes, was wir dann trinken. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir das herbekommen. Denn wenn wir uns genau daran erinnern, dann hatte ja der gute Largo etwas damals in der blutigen Lippe, hat er ja sich ein Drink bestellt. Und damit hat er ja dann gegen die Wand gespuckt. Und ich würde mal sagen, wir holen uns genau denselben Drink. Ja, ja, doch, das ist eine gute Idee. Ja, und dann müssen wir auf den Rückenwind achten. Gut, damit haben wir das schon. Du sollst es zurückgeben. Psst. Ist ja gut, ich will nur das Buch zurückgeben. So. Danke sehr. Okay. So, also, wir reisen erstmal zurück nach Scab Highland. Warum rede ich so? Wo willst du hin, Mann? Warum rede ich so komisch? Ich habe keine Ahnung. So, dann auf nach Scab. Okay. Nein, ich will nicht nach Booty Island. Was tust du da? Der Rastermann, der fahrt hier ein bisschen ganz komisch. Aber wir sind doch heil auf Scab angekommen. So. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal schnurstracks zur Kneipe. Und da wir unseren Probebüchereiausweis haben, auf dem wir 21 Jahre alt sind, sollte er uns doch auch hoffentlich ein bisschen alkoholische Getränke geben. Ach, guck mal an, Kollege. Soll es doch eigentlich kochen? Ich musste nur mal aufs Klo. Keine Angst, ich habe mir die Hände gewaschen. Netter Versuch. Aber leider nicht gut genug. Du bist gefeuert. Das ist aber schade. Na gut. Hier haben wir Jojo, oder Jojo, den Affen, der Klavier spielt. Ich muss mal sagen, früher als Kind war ich von diesem Klaviersong, der da gespielt hat, irgendwie richtig beeindruckt, dass ich das dann selbst bei uns hier dann auf dem Klavier von meiner Schwester dann versucht habe nachzuspielen. Das hat tatsächlich sogar ein bisschen geklappt. Ich muss dazu sagen, damals war ich so, keine Ahnung, noch ganz jung, irgendwie so 7 oder 8 oder so. Ich war halt von diesen Klavierspielen Affen irgendwie beeindruckt. Sehr schön. So, dann bestellen wir uns einmal einen Drink, jetzt wo wir gefeuert wurden. Ja, Junge. Ein Grog, bitte. Da muss ich deinen Ausweis sehen.
Reicht Ihnen da auch mein vorläufiger Büchereiausweis? Lass mal sehen. Freundschafts- und hierläufe Spielzeitschriften. Nein, das macht der Übersetzer. Ach so. Na dann gut. Ist jetzt ein Drink? Ja, den könnte ich wirklich gut gebrauchen. Jetzt, ich wurde gerade nämlich gefeuert, wissen Sie? So, ja, was du willst. Was gibt's denn? Nun, wir haben ja eine besondere Spezialität hier in der blutigen Liffe. Zum Beispiel, Lotter Barzneblink, blutiger Stumpf und Blauer Deluxe. Ja, dann nehme ich einmal Dotterbarts Liebling. Nun, kannst du ja versuchen, aber ob dein Dotterbart davon wächst. Geben Sie mir nur den Drink, bitte. Hey, ich musste mal Witze reißen. Vorschrift von der Gewerkschaft. Das macht ein Goldstück. Okay, hier kommt er schon. Und hier ist Superstrahl. Jeder neue Kunde der blutigen Löffel kriegt einen. Barkeeper, ein Drink. Ja, wie heute kipp ich's mir richtig hinter die Binde. Du, ja, was du willst. Ja, dann, geben Sie bitte einen blutigen Stumpf. Das geht nicht. Kein Benzin für die Kettensäge. Das ist der älteste Lucasfilm Games Witz überhaupt. Tut mir leid, ich musste da in dieses Spiel. Das macht ein Goldstück. Okay. Hier kommt er schon. Ja, okay, gut. Witz war eben gerade auch irgendwie indirekt in der Bücherei, aber egal. Barkeeper, ein Drink. Nun ja, was du willst. Mixen Sie mir ein Blauwal Deluxe. So, ihr klappt nicht. Der Mixer ist nicht groß genug. Nee, aber im Ernst. Das macht ein Goldstück. Okay. Hier kommt er angespielt. Nette Kneipe. Na dann, bis bald. So, jetzt gucken, würde ich mal sagen, wir schlürfen jetzt einfach ein bisschen so an unseren merkwürdigen Drinks. Öks. Da hat Geiber schon was gesagt. An den Geschmack gewöhnt man sich. Okay, gut. Und wenn wir jetzt den roten Drink mit den Streuen benutzen. Okay. An den Geschmack gewöhnt man sich. So, jetzt haben wir drei Drinks. Und wir erinnern uns ja, dass der Titel des Buches, das wir gerade ausgeliehen haben, Mix mir einen Grün hieß. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt mixen wir mal uns grün. Und wie kriegt man grün? Klar, indem man die beiden Grundfarben, gelb und blau, nimmt. Und zum Glück haben wir hier nur Grundfarben. Okay, also benutzen wir den gelben Drink mit dem blauen Drink. Und wir bekommen einen grünen Drink draus. Wenn wir jetzt noch den roten dazu kippen, dann krächten wir einen braunen Drink. Aber wer will schon einen braunen Drink, wenn man einen grünen Drink haben kann? Dann trinken wir mal den Drink. Den Drink trinken. Ich sage es dreimal ganz schnell hintereinander. Trink den Drink, trink den Drink. Ja, das klingt bescheuert. Also, dann geben wir ihm mal gerade nochmal den leeren Krug zurück. Da freut er sich bestimmt. Danke. Wir gehen dann in die Krüge aus. Nimmst du den hier auch? Ich bin ein Anti-Alkoholiker. Ah, okay. Bestimmt. Das verrät mir schon deine rote Nase. Gut, vielleicht hat jemand auch darauf geprügelt oder so. So, jetzt benutze einfach endlich mal den Streu mit dem grünen Drink. Junge, das Zeug macht die Spucke schön dick. Ja, da haben wir auch draußen nämlich. Hier spucken verboten. Ja, ich weiß schon, Lago hat das auch gemacht. Aber Lago hat das wahrscheinlich machen dürfen. Weil er nämlich ja voll Arsch war. So. Noch, sagt noch irgendwas zu Jojo. Er ist so steif, mit ihm könnte man eine Schraube lösen. Das ist jetzt ein Hinweis, der in der deutschen Übersetzung leider etwas untergegangen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, dann
gibt es in Englischen einen Affenschlüssel. Es ist halt ein Werkzeug, mit dem man Schrauben lösen kann. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das jetzt ein Hinweis darauf, dass man Jojo später mitnehmen kann und mit ihm eine Schraube lösen sollte. So, dann gehen wir mal wieder nach oben. An Deck. Und jetzt würde ich mal aber ganz schnell wieder zum Weitspucke-Wettbewerb fahren. Einmal wieder auf Dreads Schiff. Jo, wo willst du hin, Mann? Auf Booty Island. So, jetzt sind wir doch schon direkt da. Wurden jetzt einfach hier die ewig langen Schifffahrtswege von Captain Dread einfach übersprungen. So. Ich wollte dem Spuckmeister noch eine andere Stimme geben. Was war das nochmal? Ah ja, genau. Seid ihr Piraten oder nicht? Fau dir nur die pausbackige Menge hier an. Macht auf einer feuchtigen Angewohnheit bla 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 bla. Immer spucken war eklig. Ich sage euch, was eklig ist. Das Zeug runter zu spucken. 2, 4, 6, 8. Wer hat noch nicht mitgemacht? Lass doch das Gras hier nicht vertrocknen, Mensch. Okay, wer ist der Nächste? Das bin nur ich, aber erstmal schlürfen wir noch ein bisschen hier dran. So, das Zeug ist spucke schön dick. Und jetzt gehen wir mal hier zur Linie. Captain Slime hier ist wieder da. Spuck los. Okay. Swish, swish. Swish, swish. Swish, swish. Auf geht's, Captain Slimy. Schlürf, schlürf. So, jetzt müssen wir von der guten Dame hier ein bisschen hier auf diese Sherp hier achten. Wenn die im Wind weht, dann ist das das Zeichen dafür, dass wir ein bisschen Rückenwind haben, so wie jetzt gerade. Moment. Und mit Rückenwind stand ja im Buch, da kann das jeder. Was ist das? Eine überraschende Steigerung der Leistung. Sieht wie das zweite Platz aus. Er stimmt doch gar nicht, ist der erste. Ich glaube, er hat einen kleinen Applaus verdient. Verdammt. So knapp. Also, wie sieht's mit dem Rest von euch? Okay. Ich schätze mal, wir müssen noch mal ein bisschen betuppen. Vielleicht kann uns da aber der gute Augustus helfen. Augustus, Devart, okay. So. Hi, Augustus. Hallo mal wieder. Oh ja, wie gefällt dir denn? Oh ja, wie gefällt dir denn? Ich hab seine Stimme vergessen. Ja, oh, keine Zeit für Gespräche. Hab zu viel Spaß. Jungen Leute, immer auf den Sprung. Ich glaube, das so ungefähr war gerade seine Stimme. Okay, Dann, wo haben wir es? Ach, hier. Dann benutzt einfach mal gerade das Nebelhorn. Verarsche jetzt den guten Augustus einmal. Das klingt wie das Postboot. Ich feuere mal die Kanone. Okay. Das sollte es gewesen sein. Natürlich ist kein Postboot zu sehen. Nun, wo ist das Postboot? Ich dachte, ich hätte es gehört. Ich verstehe. Alles klar. Jetzt weiß ich, glaube ich, wie war wieder. Gut, ich wusste schon von vornherein, aber ich wollte nur so tun, so zeigen, wie man darauf kommen sollte, dass man jetzt hier beim Weitspucken betuppen kann. So, jetzt benutze einfach mal hier das Nebelhorn. So, guckt keiner, okay. Seid nicht so, bleibt jetzt. Klingt so, als ob Augustus das Postboot getroffen hätte. So, jetzt nehmen wir einfach mal hier die Flaggen schnell. Alle gucken. Schummeln, wo alle zusehen. Okay. Falscher Alarm. Wie ich schon sagte. Wertvolle Preise. Okay, nochmal.
hörte, wir haben einiges. Oh, Moment mal. Von Wiener? Okay, jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Okay, Guybrush. Falscher Alarm, falscher Alarm. Wie ich schon sagte. Macht es einer freundlichen Anwohner ein wertvolles Talent. Ich hatte, wir haben heute einen professionellen Spooker hier. 2, 4, 6. Okay. Du sollst sie nicht angucken, du sollst hier den Strohhalm mit dem Zeug benutzen. So, Spucke ist ja schön dick. Captain Slimy ist wieder da. Spuck los. Okay. Swish, swish. Schlürf. Okay. Okay. Konzentration. Konzentration. Mist. Das war... das war jetzt wohl nichts, da habe ich ein bisschen zu spät reagiert. Immer noch der zweite Plotz. Der zweite. Aber egal, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ob man wirklich vor jedem... Nee, Quatsch. Vor jeder Runde muss man das Zeug nicht trinken. Dann sagt Guybrush nämlich irgendwann... jetzt, mein Mund fühlt sich wieder ganz trocken an oder irgendwie sowas. Captain Slimy ist wieder da. Spuck los. Swish, swish. Schlürf. Tschick. So, und jetzt, warte. Ja, ich weiß, dass ich kann, ich bin awesome. Warte. Ja. Jetzt. Er hat den ersten Platz geschafft. Das war wirklich atemberaubend. Sportfans, wir haben heute eine unglaubliche Leistung gesehen. Ich darf Ihnen persönlich gratulieren und diese Erinnerungsplakette überreichen. Ich salutiere Ihnen, Captain Slimy. Also, einen kleinen Applaus. Natürlich haben wir noch mehr Preise für den Rest von euch. Also, wer kommt als Nächster? Lass doch das gerade hier nicht vertrocknen. Stell dich in der Linie und teste deinen Mund. So, wir haben eine Spuckplatte-Plakette bekommen. Das ist eine Plakette mit einem seltsamen Klumpen von irgendwas drauf. Okay. Ja, dieser seltsame Klumpen von irgendwas scheint wohl Spucke zu sein. Von Guybrush. Okay. Und das scheint wohl ziemlich wertvoll zu sein. Vielleicht können wir das ja jetzt gegen die Karte eintauschen. Obwohl wir jetzt die Galleonsfigur nicht dabei haben. So. Und wenn wir schon mal da sind, können wir den ganzen Schrott, den wir eigentlich gar nicht brauchen, wieder zurückgeben. Einmal hier die Schreibfeder. Bitte den Cup ist wieder zurück. Kann ich dies zurückgeben? Sicher. Danke. Danke. Niemand hier geht hier unzufrieden raus. So, das war seine Stimme. Die Udo-Stimme. Mal ein Rock'n'Roll-Porzellanteller. Ich mag's einfach nicht, wenn Leute immer Rock'n'Roll sagen. Das ist total komisch betont. Kann ich dies jetzt bitte zurückgeben? Das ist Schrott. Sicher. Danke. Ach, ich würde mich etwas schuldig, wie viel ich dir dafür abgeknüpft hätte. Null Probleme, Udo. Aber hier, wo wir schon mal da sind, nimmst du auch diese Radkappe wieder an? Ich will die eh nicht haben. Sicher. Danke. Ach, ich würde mich aber schuldig, wie viel ich dir dafür abgeknüpft hätte. Gut. Können die Säge wir auch wieder zurückgeben? Ey, Säge zurückgeben. Die kann ich nicht zurücknehmen. Einige Zähne sind verbogen. Ja, die habe ich aber schon so gekauft. Schon kaputt gekauft. Aha, okay, gut. Das Nebelhorn, um zu sehen, schraubt wieder. Das Ding ist nicht mehr desinfiziert. Bleiben wir vom Leib damit. Ach, schade, okay. Brauchst du doch den Spiegel? Den behalte ich, um meinen Bart wachsen zu sehen. Okay, Guybrush. Dann schau mal deinen Bart beim Wachsen zu. Gib uns das Schild wieder. Das könnte später noch nützlich sein. Ich frage mich, wofür. Ich frage mich echt, wofür, weil das Schild kommt nicht mehr vor. Ach, ich bin echt so ein Vollidiot, ne? Wir hätten Jojo schon mitnehmen können. Sehe ich jetzt gerade. Nee, wir hätten ihm nämlich die Banane geben können.
Hech. Hech, sag ich dann nur. Hech. Na gut, hier, guck mal. Hier, Spucklerkette aus Bronze. Wie viel geben Sie mir für diese Plakette? Kein Interesse. Was soll das heißen? Die ist unheimlich wertvoll. Für ein Stück Spucke auf eine Planke? Das ist nicht nur irgendein Stück Spucke. Ach ja, was ist denn so besonders daran? Sie ist aus ökologisch abbaubarem Material. Eigentlich ist sie so wertvoll, dass ich sie lieber behalte. Natürlich das hier. Die Spucke ist von dem Mann, der LeChuck getötet hat. Wirklich? Das steigert den Wert natürlich enorm, das glaube ich jetzt einfach mal. Und irgendwie mag ich Bronze. Ich gebe dir 6000 Goldstücke dafür. Yay! Jetzt haben wir einfach mal so ein Stück Schrott. Das war einfach mal ganz easy losgeworden. Das haben wir 6000 Goldstücke. Und für 6000 Goldstücke, da wollte ja die gute Kate mit uns raus auf die See fahren. Allerdings wissen wir noch überhaupt nicht, wo wir überhaupt hin wollen. Aber ich habe da schon einen Plan. Ja doch, ich habe einen Plan. Wir müssen dazu allerdings wieder nach Fat Island fahren. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Und ja, darum würde ich sagen, ciao Leute, das war's dann wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, ciao, Martin. Tschüss, Gas, ich kenne das. Bis dahin.